Hallo. Schönen guten Tag, Klaus Stocker, mein Name von der Mediawelt. Ja? Spricht den Herrn Dimitri Zukov? Soll ich den holen? Wie bitte? Soll ich Dimitri holen? Wollen Sie mit Dimitri reden? Ja, genau. Ja, einen Moment bitte. Dimitri, Okay. Telefon. Keine Ahnung. Ja, komm mal. Ja, hallo, wer ist da? Schönen guten Tag, Klaus Stocker, mein Name von der Mediawelt. Da. Spricht den Herrn Dimitri Zukov. Ja, richtig. Wer ist da? Was möchten Sie? Wie bitte? Wer ist da, bitte? Ich habe nicht verstanden. Ich bin der Klaus Stocker von der Mediawelt. Mediawelt, was ist das? Ich habe eine ganz kurze Information an Sie. Okay. Sie haben sich ja bei einem Preisausschreiben über das Internet eintragen lassen. Können Sie sich noch daran erinnern, bei Mediamarkt? Mediamarkt, ja, da ist Gutschein gewesen, richtig? Ja, genau. Da, ja, da habe ich Ich habe gewonnen. nämlich erfreuliche Nachrichten für Sie. Okay, Sie jetzt sind von wird's rund interessant. 30.000 Teilnehmern unter den letzten 20 Endfinalisten in der großen Finalziehung, Dein die Ernst? heute in 2 Monaten stattfinden wird. Ist das dein Ernst? Ja, genau. Ja, von Das sind 30.000? Sie bei den letzten 20 Endfinalisten. Boah. Herzlichen Glückwunsch erstmal im Voraus. Geile Scheiße, Mann. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Geil. Deswegen 20? wurde ich beauftragt, Sie ganz Geil. kurz zu informieren und noch abzufragen, Da. im Fall eines Hauptgewinns, welche Preise Sie bevorzugen würden, Okay. weil wir 20 Finalisten und auch 20 Preise haben. Oh, Das heißt, Sie geil. haben auf jeden Fall schon gewonnen. Die Frage ist nur noch, welchen Preis Sie erzielen. Geile Scheiße, Mann. Geile Sache. Alter, da hat sich gelohnt, da mitzumachen, wa? Auf jeden Fall. Das sollte ich öfter mal machen. Ich habe Glück, mein Leben. Und zwar die Preise sind, der erste Preis ist ein BMW M3 Coupé oder der Gegenwert von 102.000 Euro in bar. Was Da. würden Sie bevorzugen? Was Auto für oder Bargeld? Alter, ein geiler Babo braucht BMW. Gib mir das Auto, Blair. Gib mir das Auto. BMW. Gib mir. Okay, der zweite Preis ist ein Audi Q3 oder 55.000 Euro in bar. Ja. Würden Sie das Auto oder 55.000 Euro nehmen? Du kennst die Antwort. Auto. Was will ich mit Audi? Gib mir das Geld, Zucker. Der dritte Preis ist eine Traumreise mit einem der modernsten Kreuzfahrtschiffe auf große Entdeckungsreise zu zweit. Da. Der vierte Preis ist ein Technikgutschein vom Mediamarkt in Wert von 8.000 Euro. 8.000? Der fünfte Preis, ja genau. Blöd. Der fünfte Wohin? Preis ist Warte nur. mal, warte mal. Wohin geht denn diese Reise? Das finde ich auch interessant. Wie bitte? Wohin geht die Reise? Das ist ja auch interessant. Traumreise. Ja, wohin? Wohin? Die geht von Niederlande, von Holland nach England. Wie soll ich denn nach Niederlande kommen? Wie bitte? Wie soll ich denn nach Niederlande kommen? Kann man da nicht von Deutschland fliegen? Na klar, da ist alles inklusive. Ah, Das ist eine Traumreise. ist das dann Schiff oder Flugzeug oder Ja, was ist genau, das? Kreuzfahrtschiff. Ach, Schiff, wer ist das, diese von Fernseh oder was? Ja, genau. Wie heißt die nochmal? Die Adia, ne? Ist das Adia das Schiff? Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ah, okay. Der steht in der Unterlagen dann drin. Okay, sehr gut. Der vierte Preis ist ein Technikgutschein vom Mediamarkt im Wert von 8.000 Euro. Geile Der Scheiße. fünfte Preis ist nur Bargeld 4.000 Euro. Oh, ist doch auch gut. Und die Preise 6 bis 20, das sind diverse Gutscheine im Wert von 100 bis 1.000 Euro. In Form Geil. von Reisegutschein, Aral Tankgutschein, Mediamarkt, H&M, Apple, Chibo oder Rewe-Gutschein, je nach Platzierung dann. Da. Herzlichen Und wie groß ist jetzt meine Chance für BMW? Wie groß ist denn Chance? 20 zu 1. 20 zu 1, das ist gar nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Kannst du mal ein bisschen tricksen, dass ich das bekomme? Da wird noch eine Finalziehung gemacht, da wird auch gezogen nochmal. Ja, kannst du nicht einfach meinen Namen 20 Mal da reinmachen? Komm schon. Nein, das Komm kann ich schon. nicht machen. Ah, oh, blöd. Willst du Alleine mich? bei diesem Gespräch. Alleine Ja. bei diesem Gespräch bleibt es natürlich nicht. Sie werden auch Post erhalten. Post, sehr Das gut. ist ein Reisegutschein im Wert von mindestens 400 Euro, weil Sie Endfinalist sind. Ach, den Den kriege bekommen ich Sie geschenkt auch. von uns. Den kriege ich, Den bekommen Sie geschenkt von uns. egal was ich gewinne, das kriege ich auch noch. Das bekommen Sie, weil Sie Endfinalist sind. Blöd. Weißt du, Sie können sich. ich habe heute so Tag zu feiern, weißt du,
Arbeit, Beförderung bekommen, nach Hause kommen, 500 Abo. Wirklich? Jetzt habe ich noch Reise gewonnen. Hammergeil, Mann. Heute ist Ihr Tag dann. Heute ist geiler Tag, doch. Vielleicht sollte ich noch Bank ausrauben. Sie können sich entscheiden, soll der Reisegutschein nach Gardasee oder nach Paris? Und nach wohin? Gardasee, also Norditalien, oder nach Paris, Frankreich. Ah, wo ist wärmer, weil es ist so scheiß kalt hier. Wärmer, natürlich Italien. Ja, Italien. Und ist das dann, Italien? Ist das Hotel dann, ein gutes Hotel, oder muss ich Zelt mitnehmen? Nein, natürlich das Hotel. Das sind 4 Tage inklusive Flugticket für 2 Personen. Da können Sie noch jemanden mitnehmen. Geil. Ist das auch all inclusive oder muss ich unterbringen, das muss ich dasselbe bezahlen? Frühstück und Mittagessen sind inklusive, Abendessen müssen Sie selber dann. Ah, dann fresse ich einfach am Mittag so viel, dass ich abends keine Hunger mehr habe. Genau. Ich nehme so eine Tasche mit und werde das da reinpacken. Oder schnell ins Zimmer verstecken am Mittag, damit wir abends auch noch essen können. Ey, Suka, du bist gut. Weißt du, ich werde Mikrowelle mitnehmen und dann kann ich das abends warm machen. Darf man bei Flugzeug, darf man Mikrowelle mitnehmen? Oder ist das verboten? Keine, da weiß ich nicht. Können Sie da mal nachfragen, bitte? Kann ich machen. Ja, bitte. Ich warte. Das alles kommt in den nächsten 10 bis 14 Tagen bei Ihnen an. Ja, jetzt frag doch mal kurz, ich warte. Sie bitte? Ja, kannst du mal bitte kurz fragen, ich muss ja planen. Wen soll ich jetzt denn fragen? Weiß ich nicht, Chef, Manager, ob man das mitnehmen kann. Ich frage hier mal mein Ding, meinen Kollegen, vielleicht okay. Weiß der ja. Ja, bitte, danke schön. Einen Moment dann. Danke, das wie Daniel. Ja, hallo? Hallo. Also mein Kollege meint, dass Sie dann Geld zahlen müssen für Elektrogeräte, wenn Sie die mitnehmen wollen. Naja, aber immerhin kann ich mitnehmen, also ist ja nicht so schlimm. Genau. Sehr gut, dann werde ich das mitnehmen. Ihre Adresse, die Heimstraße 78, 25997 Hörnum, die ist aktuell, oder? Ja, das ist richtig. Okay. Da ist Strandhaus. So, also... Herr Zukow, was ich Ihnen heute schon versprechen und garantieren kann, ist ein 400-Euro Reisegutschein. Aber wenn Sie es schon bis hierhin geschafft haben, hoffe ich, dass Sie den BMW mitnehmen. Ja, das wäre so geil, Blair. Da kann ich hier auf Insel rumcruisen und ganze scheiß Touristen erschrecken. Was ist Unterschied zwischen Touristen und Terroristen? Wie bitte? Was ist der Unterschied zwischen Touristen und Terroristen? Was? Die Terroristen haben Sympathisanten, Blät. Hast du verstanden, Zucker? Ey, verschluck nicht dein Telefon. Den muss ich meinen Kollegen nicht erzählen. Ja, erzähl den kurz, ich werde warten. Aber ich will das hören, wie du den erzählst. Nimm mich mit. Herr Zucker, wir haben nicht so gelacht. Warum? Keine Ahnung. Oh, dein Kollege ist gut drauf. Lassen Sie den, der ist nicht so sympathisch wie ich. Was? Ich wollte gerade schon sagen, vielleicht kann ich den ja mal Hallo sagen, aber wenn das keine Sympathik ist, dann will ich nicht mit denen reden. Nee, lassen Sie den nur. Oh, was ist sein Problem? Unter uns, ich mag den auch nicht so. Aber warum rennst du dann dauernd hin zu denen? Wie bitte? Warum gehst du dann dauernd hin zu denen? Du bist jetzt schon zweimal bei denen gewesen. Hallo, Herr Zukow? Ja, richtig. Hören Sie mich? Ja. Die Verbindung war kurz weg. Ah, ist jetzt besser geworden? Hallo, Herr Zukow? Hallo. Ah, jetzt höre ich Sie. Sehr gut. Was ist los? Und zusätzlich erhalten alle 20 Gewinner, die jetzt im Finale stehen und einen Gewinn garantiert haben, noch eine Sponsorzeitschrift. Um für die Gewinne keine Steuern und auch keine Bearbeitungsgebühren zu zahlen. Das heißt, egal welchen Platz Sie erzielen sollten, bekommen Sie Gewinn in voller Höhe ausgeschüttet, ohne einen Cent davon abzugeben, weil man gewinnt ja auch nicht jeden Tag. Was ist mit Steuer? Was muss man bezahlen? Sie bekommen jetzt einen Sponsor. Ja, der ja. Sponsor
zahlt dann für sie die Gewinnsteuer, damit sie kein Geld ausgeben. Okay. Das ist eine Sponsorzeitschrift. Und das wird dann, dann muss ich keine Steuer bezahlen? Ja, genau, dann zahlen sie keine Steuern. Blair, das ist Steuerhinterziehung, das kannst du nicht machen. Nein, das ist keine Steuerhinterziehung. Die Sponsor zahlt das für sie. Ach so. Die werden das für mich... verstanden? Jetzt habe ich verstanden. Ja, den wird das für mich bezahlen. Ja, genau. Und dafür wird ihr Name bei Ihnen dann veröffentlicht. Wer was? Was werden die machen? Sind die, bei Ihnen ist die Hörzu eingetragen als Sponsor. Ja, ich soll höre. Soll es bei der bleiben oder möchten Sie was aussuchen? Ich höre die ganze Zeit doch zu. Oder was habe ich verpasst? Nein, die Zeitschrift heißt Hörzu. Ja, ich höre zu. Was, welche wollen Sie mir geben? Nein, die Sponsor heißt Hörzu. Ach, das heißt so? Das heißt so, ja. Und von denen soll ich dann das Geld kriegen? Was muss ich für Steuern bezahlen? Die zahlen dann die Steuern für Sie. Das ist geil. Das finde ich gut. Kann man nur gewinnen. Den Sponsor Hörzu werden Sie für insgesamt 14 Monate erhalten. Das ist eine Zeitschrift. Auch noch. Davon die letzten 2 Monate als Dankeschön für Ihre Teilnahme. Es kommen auch keine monatlichen Kosten auf Sie zu. Okay. Das würde Sie nur halbjährlich 59 Euro kosten. Aber nur halbjährlich. Weh, du hast doch gesagt, die machen Sponsoring. Jetzt soll ich das bezahlen? Damit Sie aber Ihr Sponsor sind, Sie müssen ja die Zeitschrift für Sie haben. Ja, richtig. Sie müssen also... Sie müssen Kunde von denen sein. Ah. Okay, haben warte. Sie verstanden? Warte. Also ich habe jetzt, egal was passiert, ich habe gewonnen und ich werde das Gutschein kriegen. Und damit muss ich nicht bei Merkel Steuergeld geben, muss ich Zeitung kaufen und dann muss ich das nicht bezahlen. Genau, dann ist ja der Sponsor von Ihnen. Der übernimmt dann das, die Steuern. Wie war nochmal dein Name? Klaus Stocker. Ja, Klaus. Kannst du mir eine ehrliche Antwort geben? Ja, kann ich machen. Ja, wie viele Leute fallen am Tag da drauf rein, was du gerade erzählst? Sind die Leute wirklich so dumm? Was? Wie bitte? Ich habe dich gefragt, wie viele Leute am Tag da drauf reinfallen, was du erzählst. Gib mir mal eine Zahl. Worauf reinfallen? Ja, auf den Zeitschriftenbetrug. Du willst doch den Leuten nur Zeitschriften-Abo andrehen. Ich kenne das doch. Sehen Sie, das ist doch kein Abo, das ist eine Sonderregelung. Ja, Sonderregelung. Damit Sie keine Steuern und Bearbeitungsgebühren zahlen. Ich kriege doch einen Scheißdreck von dir, ich werde überhaupt nichts gewinnen. Weißt du, mich haben bei letzten 3 Monate hat eure Firma mich 7-mal angerufen. Ist nie was passiert. Welche Firma denn? Wie heißen wir denn? Das wissen Sie ja gar nicht. Ja, das ist, du liest immer genau wie den anderen den gleichen Text vor und du hast die gleiche Reise, du hast die gleiche Gutschein und man soll ein Zeitschrift kaufen. Der Trick ist bekannt. Ihr müsst doch mal was Neues ausdenken. Also, Herr Zugo. Du musst, gib mal. Kann ich nicht verstehen. Kannst du mal, bist du bei Computer, richtig? Wie bitte? Du bist bei einem Computer, richtig? Ja, genau. Dann gib mal jetzt, mach mal Google auf und gib da deine eigene Telefonnummer ein. Da sind 300, 400 Leute, die vor deiner Telefonnummer warnen. Und wie kann sein, dass da 400 Leute sind, wenn du angeblich nur 30 Leute anrufst, die gewonnen haben? Ja, dann machen sie das doch mal. Ja, gib mal deine eigene Telefonnummer bei Google ein. Gib mal ein, das. Du wirst du sehen. Meine eigene? Deine eigene Nummer. Weil da werden sich ganz viele Leute über eure Nummer beschweren, sagen, das ist Betrug und Verarsche. Und wenn 400 Leute das sagen, ihr aber nur 30 oder 20 Preisen habt, wie kann das sein? Mach das mal. Gib mal ein da. Einen kompletten Quatschen, Herr Zukunft. Gib mal deine Nummer ein, Blät. Ich warte. Warte, ich werde... Ich soll meine Nummer eingeben. Ja, warte, ich werde dir helfen. Warte, ich werde einmal kurz hier gucken. Blät, Profil anzeigen. Das ist ja diese Hamburger Nummer hier. Wo ist euer Callcenter? Weil das ist ja offensichtlich nicht in Hamburg. In Hamburg, doch. So, du hast hier, warte mal. Da. Negativ. Oh, was habt ihr nur gemacht? Was reden Sie da für ein Quatsch, Herr Zukunft? Ja, was, Google mal deine Nummer. Wollen Sie auf den Gewinn verzichten? Habe ich das richtig verstanden? Nee, will ich nicht. Aber guck mal, das ist zum Beispiel, schreiben hier die Leute, man kann eure Nummer nicht zurückrufen.
bla bla bla, ganz schlimme Sachen. Na klar können sie die nicht zurückrufen. Ja, und das ist schon sie, verboten. Sie bekommen, du musst, sie bekommen ja auch eine Hotline von uns, wo sie zurückrufen können. Weil direkt uns können sie nicht anrufen. Ja. Wenn sie erst den Kundenservice anrufen, dann rufen wir sie wieder zurück. Ja, und wenn man dich nicht anrufen kann, darfst du mit dieser Nummer schon mal nicht arbeiten. Es gibt Gesetze in Deutschland, das darfst du nicht mit falscher Nummer Gewerbe betreiben. Das ist Betrug, Suka. Das ist ein Quatsch. Natürlich, Blöd. Ich bin Experte, ich bin Experte bei Telefonbetrug. Ich mache das beruflich, Blöd. Das machen Sie beruflich? Ich verarsche Callcenter am Telefon. Das mache ich hauptberuflich. Dann machen Sie das weiter. Ja, wie möchtest du jemanden grüßen? Du hast gerade 700 Zuhörer, Blöd. Aha. Kannst du... Wie kann das sein? Livestream bei Internet. Kennst du Twitch TV? Aha. Was kenne ich? Twitch TV, Livestream Channel. Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Kannst du dann bitte einmal, weil ich habe heute, kannst du Isolde bitte grüßen? Die ist heute sehr aktiv bei Channel gewesen. Aha. Sag mal Hallo Isolde. Mach schon, dann nehme ich deine Zeitung. Oh, kein Gruß für Isolde. Tut mir schrecklich leid, Baby. Ich habe alles versucht für dich. Aber er war einfach nicht gut genug für dich.